Es sei denn, ihr habt so viel Langeweile beim Auffahren, dass ihr euch denkt, ja gut, dann schalte ich jetzt halt. Der tägliche Wahnsinn. So. Ihr seid ja jetzt Profis. Ihr wisst ja jetzt Bescheid, wenn ich mein Werbegetränk hier trinke. Ich hoffe, ihr erinnert euch, wie schnell man auf die Autobahn fahren sollte, mit welchem Gang. Wie schnell? Was schreiben die Leute nochmal? Wie schnell? Welcher Gang? Ja, genau. Sehr gut. Okay, dann probiere ich es jetzt hier mal mit meiner Leertaste. Ich hoffe, das funktioniert so gut, wie ich mir denke, dass es funktioniert. Von drei Teilen von euren Auffahrvideos, die ihr mir zugeschickt habt, um zu beweisen, dass man auch mit wenig PS auf die Autobahn kommt. Sehr gut. Okay, wie es aussieht, kommentieren die Leute dieses Video auch noch. Finde ich sehr gut. 50 dritte Gang, genau. Spricht der Andreas. Ich fahre. So, guck mal, da kann man schon sehen, er fährt in Richtung Frankfurt hier, A56, A6, irgendwie sowas. Okay, da hat man nochmal einmal da rechts das Vorfahrt gewährt, ne? Seht ihr das Schild? Ist immer so. Ihr müsst dann immer auf den Verkehr da von links achten. So, jetzt fahren wir da drauf. Da oben ist rechts das Autobahnschild, von dem ich erzählt habe. Ab da war nochmal was verboten. Traktor auf der Autobahn, auch gut. A66, Horst, du hast bessere Augen als ich. So, ab dem Schild war nochmal was verboten. Was schreibt der Chat, Jenny? Was schreibt der Chat? Was? Wenden, halten, rückwärts fahren. Spitze, Fregel, genau. So, rückwärts wenden. Ah, genau, diese Dinger sind halt nicht mehr cool. Alles klar, weiter geht's. Ein Schmuggelschiffchen hat 70 PS. Ja, wie massiv, es regnet ein bisschen. Autobahn. So, da seht ihr auch nochmal ganz klar, bitte nicht links rüberfahren. Das ist keine gute Idee. Ist auch nochmal durch eine doppelt durchgezogene, durch eine Fahrstreifenbegrenzung, zwei Fahrstreifenbegrenzungen nebeneinander. Aber naja, so. Jetzt kommt die Kurve, von der wir geredet haben. Das ist relativ leer, wie es aussieht, also sollte auch kein Problem sein. Und das Wichtige ist, kein Hermes in Sicht. Jetzt achtet mal auf das Motorgeräusch. Ich hoffe, dass ihr es richtig gemacht habt. Es sollte nämlich durchgehend nach oben gehen. Und nicht schalten. Es sollte kein sein, sondern ein durchgehendes. Ich mache es nochmal nach. Okay. Hören wir mal, was er macht. Da hat er geschaltet, habt ihr gehört? Als Fahranfänger ist das nicht zu empfehlen. Macht das nicht. Das kann er nur machen, weil da nicht viel los ist auf der Autobahn und er viel Zeit hat. Ich empfehle euch das erstmal nicht zu tun. Es sei denn, ihr habt so viel Langeweile beim Auffahren, dass ihr euch denkt, ja gut, dann schalte ich jetzt halt. 80, 90, ja, ich hab noch. 120. Und jetzt hat er geschaltet, als er da drauf ist. Das kann er machen, alles cool. Nun haben wir hier den Olaf mit 163 PS. So, hallo Sascha, ich fahre einen 163 PS, guck mal. 2.0 MX, Baujahr 2000. Guck mal. Das, was er da macht, finde ich nicht ganz so geil. Also er zieht direkt. Also wenn hinter ihm nichts los ist, cool. Aber das ist gefährlich, weil wenn du von ganz rechts kommst und du ziehst direkt ganz links rüber, das kann aber auch mal schnell ins Auge gehen. Ja. Das ist dann rüber. Ja, genau. Dieses wurde eingeschickt von XCV und normalerweise hätte ich es nicht mal reingenommen, weil er einfach gar kein kmh-Anzeige anzeigt. Vielleicht kann es einer übersetzen, was da steht auf dem Tacho. Aber ein Wartburg, 1,3 Liter ist das, mit 58,5 PS. Ja, 0,5 PS. So, da ist der dritte Gang. Und jetzt schaltet er hoffentlich nicht, sondern zieht. Zieht. Okay, er schaltet auch. Aber habt ihr gesehen, wie viel er gelenkt hat? Schrägstrich wie wenig. Und dann kommt der GTI von hinten. Ja, so sieht es nämlich aus. Dann kommt der GTI und dann, bis einer wieder weint. So, jetzt fährt er erstmal die ganze Zeit, zieht die Karre noch und dann irgendwann. So, kommen wir mal zu einem Moped. Yamaha XTZ 750 Kubik, 70 PS bei 240 Kilo. Jawohl, aus Baujahr 91 ist das. Ja, und der gibt und Gas. Hat das geschrieben. Und der Ton ist fürchterlich, weil, ne, ist ja nur Wind.
Ja, und dann wunderst du dich, dass dann irgendwann dein Name in der Zeitung steht. Was haben wir hier? Den Richard mit seinem schönen Lupo. PS-Lupo. Und der traut sich natürlich nur, weil Joker halt raus. Hm? Und er zieht und er zieht. Mega cool. Aber Lennart, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich glaube, der hat nur 4 Gänge. Ja, das kann sein. Auch er ist jetzt hier bis zum Ende gefahren, hast du gesehen. Gut. Und hier haben wir den Chris mit seinem 120 PS Hyundai. Geile Videos, ey. Richtig geile Videos. Kevin, da können wir auch eine gute Folge draus machen, glaube ich. So, guck mal. Habt ihr gehört, wie der beschleunigt hat? Das ist Musik in den Ohren. Das müssen sie machen. Wenn sie machen das nicht, von hinten hören sie auch. Aber das ist die LKW von der Ukraine. Oh, da sind so Autobahn-Mindestgeschwindigkeitsschilder. Seht ihr? Das ist wahrscheinlich ein starker Berg. Das ist das, was wir am Anfang hatten. Rechts und links diese mindestens, weil da wahrscheinlich dann LKWs den Berg nicht hochkommen. Mindestens, keine Ahnung, 50 oder 90 stand da drauf, irgendwie sowas. Jetzt kommen wir zu Kevin und Dean. Die schicken uns ein Video von ihrer Sonnenbrille. Dieses Mazda 3 Baujahr 2000. Ich glaube, der Ton ist annähernd gut. Ich denke, ich habe meine Leber. Dieses Auto hat 1,5 Liter Motor mit 88 PS. Also nicht gerade das größte Power-Aggregat. Aber mit dem kann ich euch auch beweisen, dass er das auch schafft, vernünftig an meiner Autobahn. Schloddel, du hast genau recht. Hauptsache niemals bremsen oder stehen bleiben. Hab schon oft solche Konsorten gesehen. Das ist eine Vollkatastrophe. Bitte, hatte ich heute noch einen Fahrsteller, der hat mich auch gefragt, Rob, was soll ich da machen? Die Antwort ist da ganz einfach. Ihr fahrt ganz einfach weiter. Bitte kommt da nicht auf den Keks, dass ihr dann da stehen bleibt. Auf gar keinen Fall. Fahrt dann auf dem Standstreifen weiter. Natürlich, wenn dann ein Fahrzeug eine Panne hat, geht das nicht. Aber in 99% der Fälle geht das. So lange, bis ihr dann drauf fahren könnt. By the way, ich habe in 10 Jahren noch nie erlebt, dass ich selber nicht drauf fahren konnte. Das liegt dann meistens daran, dass ihr vorher schon etwas falsch gemacht habt. Und das liegt meistens daran, dass ihr nicht im dritten Gang wart, sondern vielleicht schon im vierten oder erst im zweiten und danach kein Gas mehr geben konntet, weil der zweite Gang am Ende war oder der vierte Gang, da kam nichts raus. Also wenn das nicht passt, dann habt ihr vorher was falsch gemacht. Ja. So, was ist jetzt hier los? Dazu werden wir das Video jetzt pausieren und dann geht es gleich weiter auf der Bahn. Die Sonnenbrille oder was? So, dann fahren wir mal auf der Autobahn. Die Unschärfe könnte mir in Münster. Dann haben wir noch so einen Tropfer vor uns. Also ich sehe nur die Sonnenbrille, ich weiß nicht. Also. So, wir befinden uns im dritten Gang, 50 km/h. Ach guck, wer hätte das gedacht? Dann ist es möglich, Vollgas zu gehen. Sollen wir sowieso machen. Dritten Gang und Vollgas. Ich weiß gar nicht, was die anderen immer machen. So. Er ist guter Junge, er ist guter Junge. Ich habe ihn nicht bezahlt, ich schwöre. Zack, 70, 80, 90. Okay, ich nehme das wieder zurück mit dem guten Jungen. Also, er hätte ruhig auch hinter dem Auto bleiben können. Es wäre in Ordnung gewesen, es wäre jetzt kein Problem gewesen. Und ich bin drauf 100. Den Blinker hat er auch noch an, also der Bruder ist auf jeden Fall schwer überfordert. So, liebe Community, ist doch nicht schwer, oder? Ich glaube, ihr kennt das selber. Also, wenn er meiner hat, scheiße, ist 130 drauf. Naja, okay. Also, ihr habt jetzt nochmal gesehen, wie man jetzt hier locker auf die Autobahn kommt. Das ist schon mal gut.